Ja, das Landesmuseum Württemberg hat ungefähr 1 Million Objekte in seiner Sammlung. Davon ist natürlich nur ein kleiner Teil ausgestellt. Und bei unserem Virtual Reality Projekt steht eines im Zentrum. Das Anliegen ist aber quasi, ausgehend von diesem Objekt, einen tieferen Einblick in die Welt des späten Mittelalters zu vermitteln. Bei uns ist das ein neuer Weg. Wir freuen uns da richtig drauf, weil wir hoffen, dass die Besucher durch das richtige Eintauchen mit dieser Brille und das selbst umschauen können, viel mehr noch verstehen, als wenn sie hier ins Museum kommen, dass die Objekte in ihrer Zeit benutzt wurden, dass die einen Kontext hatten, dass es eben nicht hehre Kunst war, sondern dass die mitten im Leben standen. Also das ist so das Anliegen unserer Filmproduktion. Und um auch noch auf einem anderen Weg eine Zugänglichkeit zu dem Thema schaffen zu können, haben wir versucht, eine fiktive Geschichte um den Altar herum zu entspinnen. Das heißt, das, was wir uns da ausgedacht haben, das hat nur relativ wenig Anknüpfungspunkte an das, was wir tatsächlich wissen zu dem Objekt. Die einzig reale Figur, die in unserer Geschichte vorkommt, das ist die Äbtissin Margarete von Stein. Und um sie herum haben wir die Geschichte entsponnen und ihr jetzt Figuren an die Seite gestellt, die mit ihr zusammen in dieser Zeit hätten agieren können.